der letzte Vortrag dieses Tracks. Da wird uns der Bernd Markus was über Routenplanung auf OpenStreetMap-Basis und mit Spatial Light, was wir heute auch schon gehört haben, erzählen. Und wir sehen sogar einen Film, habe ich gerade gehört. Ja. Viel Spaß. Ja, danke euch auch dann. Also, mein Name wurde ja gerade schon genannt, Bernd Markus. Ich nutze sehr gerne Spatial Light für die Verarbeitung oder auch die Haltung von Geodaten. Es ist eine sehr kleine Datenbank und man kann viele schöne Sachen damit machen, wie zum Beispiel auch eine Routenplanung, was normal, wenn Leute an Routenplanung unter Open Source denken, vermutlich eher Postgres oder PostGIS dann entsprechend zugewiesen wird. Routenplanung abseits der öffentlichen Straßen. Wofür brauchen wir das eigentlich? Es geht, muss ich dazu sagen, um den Forstbereich und das können wir mit einer Gegenfrage erörtern. Kann wohl jeder lesen. Die Problematik, die beim Forsttransport oder beziehungsweise bei der Abtransportierung von Holz, von Holzlagerplätzen besteht, liegt nicht unbedingt offensichtlich auf der Hand. Aber wenn wir uns die Fahrzeuge angucken, dann sehen wir, dass das im Gegensatz zur herkömmlichen Routenplanung nicht unbedingt ganz einfach ist, weil wir einmal A, hier einen unbeladenen LKW haben mit Auflieger. Hinten dieser Auflieger, der wird, später abgelassen und da das Holz drauf transportiert. Aber hier sieht man schon sehr schön auf dem unteren Bild, dass die Kurvenradien von einem beladenen Holz-LKW extrem abweichen von denen eines unbeladenen LKWs. Und das Gewicht spielt natürlich hierbei auch eine Rolle. Was bedeutet das? Wir brauchen halt für die Routenplanung nicht nur die kürzeste Strecke von A nach B, sondern wir müssen das Gewicht und die Länge natürlich berücksichtigen. Aufgrund des Gewichtes haben wir wahrscheinlich auch Probleme, einige Steigungen zu überwinden. Aufgrund der Länge haben wir Probleme, Kurvenradien, die sehr eng sind, zu überwinden. Oder wir kommen nicht durch Unterführungen durch, weil die Brücke halt zu schmal gehalten ist. Es gibt diverse Probleme dabei. Ein Punkt, der dafür oder beziehungsweise der mehr oder weniger ein Hindernis bildet, mit einem normalen handelsüblichen Navigationssystem eine Routenplanung für den Holztransport im Forst durchzuführen. Ein weiterer Punkt sind die sehr schönen Daten, die entsprechend die einzelnen Navigationsanbieter vorhalten. Im unteren Teil habe ich hier einmal HERMAPS dargestellt. Wir haben die gleiche Szene noch einmal oben in OpenStreetMaps. Und während die einzelnen Datenanbieter der Navigationssysteme mit Sicherheit vorzügliche Datenhaltungen innerhalb des öffentlichen Verkehrsnetzes haben, sieht es auf den Wirtschaftswegen sehr düster aus. Wenn wir zum Beispiel, da ist die Maus, wenn wir jetzt diesen Weg zum Beispiel nehmen, den werden wir oder hier unten vergeblich suchen und wenn wir hier zum Beispiel ein Holzpolter wäre, das werden wir nachher in der Demo sehen, dann hätte der LKW-Fahrer doch erhebliche Schwierigkeiten, halt das Holz im Wald aufzufinden. Da fehlt eine Folie. Na gut, dann machen wir das so. Also das Holz entsprechend aufzufinden. Problematik bei der normalen Routenplanung sieht jetzt so aus, dass wir, jetzt verhaspel ich mich gerade, tut mir leid, einen Augenblick. Folie. Also diese Problematik ist natürlich bekannt, dass die Datenlage für Wirtschaftswege halt relativ schlecht ist, gerade im Forst. Und 2005 hat der Deutsche Forstwirtschaftsrat und der Holzwirtschaftsrat eine Initiative beschlossen, halt namens NAFLOG, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Datenlage innerhalb der Forsten, Wald und grenzübergreifend zur Verfügung zu stellen, um ein routenfähiges Datenmaterial daraus zu generieren. Das Problem bei diesen Daten ist, dass man dafür spezielle Navigationssysteme braucht. Es ist halt vorgesehen, dass entsprechend das Navigationssystem auf das reguläre Straßennetz des proprietären Datenanbieters zurückgreift und dann ab einem gewissen Punkt in der Nähe des Waldes oder an der Waldgrenze
entsprechend als Springpunkt die neuen Daten, also sprich die Forstwegedaten, halt einlädt und somit halt zum Polter navigieren kann. Navlog selber, hatte ich gestern nachgeguckt, hat bis Mitte 2018 ungefähr 450.000 Waldwegekilometer inzwischen kartiert, hat allerdings nur eine Anbindung an das öffentliche Straßennetz von 50% und gerade bei den Kurvenradien, bei den Steigungen, Unter- und Überführungen, da ist entsprechend die Datenlage offensichtlich nicht auch so gut. Das erinnert mich persönlich an das GIGO-Prinzip. Garbage in, Garbage out, also die Daten oder beziehungsweise der Algorithmus, der entsprechend eine Route planen soll, kann noch so gut sein, wenn die Daten, die unterliegende Datengrundlage nicht vorhanden ist, dann wird da nichts Vernünftiges bei rauskommen. Ich habe jetzt für die Routenplanung Forst mal einen anderen Ansatz gewählt und nutze auch hierfür OpenStreetMap-Daten. Man kann allerdings auch alle möglichen anderen Daten nehmen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen aus dem Forstbereich kommt. Normal wird im Zuge der Forsteinrichtung, das ist so die Waldaufnahme, die turnusmäßig einmal in der Dekade halt stattfindet, bei der Forsteinrichtung werden halt normal auch die Wege entsprechend kartiert, ob sie LKW-fähig sind oder ob es reine Maschinenwege sind, also sprich, wo wir mit schweren Forstmaschinen halt herfahren können. Diese Wege könnte man zum Beispiel auch einbinden. Ich beschränke mich hier bei dieser Demonstration jetzt nur einmal auf die OpenStreetMap-Daten. Wir hatten vom Vorgänger gehört, halt, dass die OpenStreetMap-Daten dreiteilig aufgebaut sind. Also wir haben Punkte, Wege und Relationen. Dann sieht es so aus, dass über diese oder beziehungsweise dass diese Geoobjekte halt getaggt werden, wie es so schön heißt. Also sie bekommen Attribute, das ist ein Schlüssel-Wertepaar. Und bei den OpenStreetMap-Daten können wir im Endeffekt so viele Schlüssel-Wertepaare, also so viele Tags, wie wir eigentlich wollen, einem Attribut zuweisen. Informationen zu den einzelnen Objekten von OpenStreetMap finden Sie da in der genannten Adresse. Da gibt es natürlich auch weiterführende Links. Und was OpenStreetMap mehr oder weniger nicht möchte, eine komplette Vorschrift darstellen. Es ist eine Richtlinie, entsprechend wie die Tags halt aufgebaut sind. Allerdings hat man natürlich auch erkannt, dass das ziemlich chaotisch wird halt. Also man hat schon eine Richtlinie vorgegeben, aber man sollte sich definitiv auch immer wieder in die einzelnen Attribute inklusive der Werte, die vergeben werden, halt einarbeiten. So, es gibt halt mehrere Möglichkeiten, an die OpenStreetMap-Daten dranzukommen. Und zwar haben wir zum einen natürlich ein Instrument, tut mir leid, das ist jetzt schon im Endeffekt das Ergebnis eines Downloads. Wir haben natürlich OGR, also unter der GEDAL-Bibliothek, wie wir entsprechend die XML-Daten der OSM-Daten halt herunterladen können für QGIS-Nutzer, vielleicht auch sehr interessant. Da gibt es ein Tool, was nachgerüstet werden kann, also eine Erweiterung QuickOSM, was auf der Overpass-API von OSM halt beruht und das gleiche wird ebenfalls von einem separaten Tool für Spatial Light halt angeboten. Das schimpft sich Spatial Tools OSM Overlay und da haben wir halt den Vorteil, dass das mehr oder weniger sehr einfach zu bedienen ist. Es ist allerdings ein Konsolenprogramm. Viele Leute schrecken davor zurück. Im Endeffekt brauchen wir wirklich nur eingeben, Spatial Tool OSM Overlay, dann entsprechend noch die Angabe, welche Datenbank erstellt werden soll in diesem Fall. Beziehungsweise man kann auch in eine bestehende reinschreiben. Daten, die vorhanden sind, werden nicht mehr überschrieben. Also das ist von diesem Tool halt entsprechend geregelt und entsprechend die Bounding Box der Koordinaten, die mich interessieren. Und ich habe noch drei verschiedene Modi. Uns interessiert halt der Straßenmode, einfach nur Roads. Und es werden alle Informationen, die entsprechend Spatial Tools finden kann, aus den OSM-Daten, also die Wege darstellen und Straßen vor allen Dingen darstellen, heruntergezogen. Und die liegen dann vor. In diesem Fall findet auch noch eine Bereinigung statt, was eigentlich sehr schön ist. Wir kommen gleich noch dazu, dass normal die Rohdaten von OSM nicht unbedingt einen Graph darstellen. Also einen Straßengraph, über den eine exakte Routenplanung stattfinden kann. Also die Daten sollten eigentlich immer noch so ein bisschen aufbereitet werden.
Wir sehen einmal jetzt entsprechend das Ergebnis des Downloads. Ich hoffe, jetzt springe ich nicht wieder über, wenn ich hier die Maus benutze. Was auf jeden Fall immer sehr wichtig ist, ist die OSM-ID. Wir haben hier die ARCs, beziehungsweise vorhin wurde das als Edges bezeichnet. Das habe ich befürchtet. Im oberen, oder beziehungsweise gehen wir erstmal in den rechten Teil, da sehen wir halt einfach nur die Knoten-ID. Die werden halt getrennt entsprechend ausgegeben. Und Zusatzinformationen können wir halt in der oberen Tabelle auch noch ablesen. Das ist OSM Waitext, wo wirklich zu einer Wege-ID alle möglichen weiteren Informationen aufgebröselt sind, halt in Form von diesen Key-Value-Schlüsselpaaren, also KV. Um entsprechend LKW-fähige Wege halt zur Verfügung zu stellen, sollte man sich natürlich diese Wege erstmal genau angucken, was kann ich gebrauchen. Ein LKW kann nicht auf einem Spazierpfad fahren. Das ist halt ein bisschen schlecht. Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, in der Hierarchie diese Motorways, die entsprechend existieren, dann gibt es halt Primary, Secondary, Tertiary Straßen. Es gibt halt Wege im Wohngebiet, da muss man auch aufpassen, halt, gibt es überhaupt eine Erlaubnis für eine Durchfahrt, für einen beladenen Holz-LKW oder nicht? Und was sehr wichtig ist, die Wirtschaftswege werden mit Tracks bezeichnet. Die sollte man sich auf jeden Fall halt etwas genauer ansehen. Das habe ich jetzt hier einmal gemacht. Hatten wir auch vorhin in dem Vortrag schon gesehen, der Punkt Surface. Wir haben mehr oder weniger einen Ausschnitt jetzt aus dem Forst mit der Legende der OSM-Daten, so wie sie aus dem Netz halt zur Verfügung gestellt werden. Und wir sehen halt diese gestrichelte Linie im oberen Teil, dass das halt befestigt ist. In der Mitte diese eigentlich eher gepunktete Linie, das ist halt nur ein Grasweg, da kann halt ein LKW definitiv nicht herfahren, aber wir können natürlich diese Routenplanung nicht nur für LKWs einsetzen oder für den Holztransport, sondern man könnte auch zum Beispiel den Unternehmer mit dem Harvester einweisen. Das wäre ebenfalls machbar. Und im unteren Bereich halt sehen wir nochmal Concrete, also das Ding, das sind alte Panzerplatten, die dann noch verlegt sind in diesem Waldstück. Also das kann auf jeden Fall befahren werden. Sprich, die mittlere Linie oder beziehungsweise dieser mittlere Track halt, Wirtschaftsweg, der müsste eigentlich dann entfernt werden. Wir haben gleich noch eine Demo, ich habe das Ding da drin gelassen. So. Hier sehen wir jetzt etwas, was so ähnlich wie ein Graph ist. Ich weise so auf einige Fehler mal hin, und zwar eine Sache, die wir mehr oder weniger aus der GIS-Welt normal kennen beim Digitalisieren, also oben und ebenfalls unten, Over- und Undershots. Dort, wo keine Verbindungen halt hergestellt werden, da kann natürlich auch keine Route halt berechnet werden. Vielleicht noch mal einmal ein Wort, was überhaupt ein Graph ist. Also ein Graph ist erstmal ein Sammelsurium von Knoten und Kanten. Jede Kante lässt sich definieren, oder beziehungsweise jede Kante ist begrenzt halt durch einen Start und einen Endpunkt. Dadurch hat die Kante auch schon eine Richtung. Dann sieht es so aus, dass eine Kante dass ein Knoten wenigstens mit einer Kante oder mehreren Kanten assoziiert ist. Dann dürfen die Koordinaten von einem Knoten, oder sie müssen eindeutig sein, also Punkte, Knoten dürfen sich halt nicht überlagern, und Linien bzw. Kanten gelten nur als verbunden, wenn sie sich, also einen Knoten auf jeden Fall, teilen. In der Abbildung sehen wir zum Beispiel, dass wir da bei der Nummer 4, also den Knoten auf Vertex, das wäre also schon ein Ausschlusskriterium, dass da überhaupt eine Route berechnet werden könnte. Wir müssten aus diesem Vertex von der Route 4, wo 25 draußen anstößt, also erstmal einen Knoten berechnen. Das Schöne ist halt bei diesen Spatial Light Tools halt, dass so etwas halt automatisch korrigiert wird. Und wir finden das dann entsprechend korrigiert auch in den Download-Dateien vor, beziehungsweise in den Tabellen, und können eigentlich damit schon arbeiten.
Wichtig ist, dass vor allem bei Über- und Unterführungen nicht einfach eine Topologie erzeugt wird, weil wir dann entsprechend Probleme hätten, denn da würde auch ein Knoten erzeugt werden und wir hätten halt eine fehlerhafte Wegeführung, halt wenn die Straßen angesteuert werden. So. Da wir keine Hausadressierung im Wald haben, ist es halt relativ schwierig, überhaupt einen Holzlagerplatz halt im Wald zu finden. Was können wir da tun? Also ich habe mehr oder weniger jetzt einfach die relevanten Straßen genommen und habe über Äquidistanzen halt neue kleine Kanten generiert. Somit entsteht ein quasi kontinuierliches Netzwerk im Wald, wo, ich sage jetzt mal forstpraktisch gesehen, halt jeder Punkt entsprechend auf der Waldstraße angefahren kann. Man kann den also auf 10 oder 20 Meter setzen, das spielt keine Rolle. Also der LKW-Fahrer, der wird das definitiv finden und ist halt relativ froh, wenn er mehr oder weniger vielleicht nur 5 Meter weiterfahren muss, um zu gucken, ist das mein Polter oder nicht, anstatt halt einen riesen Umweg zu fahren. So, ich kriege gerade angezeigt, halt, ich habe nicht mehr viel Zeit. So, jetzt kommt das Frontend QGIS, ist so aufgebaut, sehen wir jetzt sofort im Video, wie das läuft. Und dann erkläre ich noch ein bisschen weiter dazu. Das wäre jetzt der komplette Aufbau, wie das Zusammenspiel ist. Halt. Wir nutzen einen schreibbaren View halt dafür, führen halt die Daten darüber zusammen und der ganze technische Kram wird über sogenannte Trigger-Auslöser beziehungsweise durchgeführt und auch hinterher die Route berechnet. Das sparen wir uns mal und jetzt heiße ich Sie herzlich willkommen zu dem Timber Shocker Plan 9 from Inner Woods einen diabolischen LKW, der Südniedersachsens Forster halt in Angst und Schrecken versetzt. Leider klappt, jetzt sag bloß, das klappt nicht. Ach. Liegt es an Windows? Huh, kann Datei nicht öffnen? Gut. Dann liegt es da. Dann nehmen wir einfach ein anderes. Was denn? Perfekt. So, kann ich hier mit Pause-Taste irgendwie was stoppen? Och, nein, nein, nein. Das ist super. Kennt einer den Media Player von Windows und wie kann man das Ding anhalten? Leertaste habe ich probiert. Da ist nur Vollbild oder nicht? Also hier scheint die Einstellung etwas anders. Ach, da! Toll. Der totale Wahnsinn. Gut, halt. Hat schon einer alles gesehen? Also, ich habe verschwiegen halt, obwohl koloriert halt, das ist ein Stummfilm. Also, ich muss alle Hauptrollen und Nebenrollen selber sprechen. Egal, also, er hat jetzt schon angefangen. Wir haben das gesehen, mehr oder weniger mit den Mausklicks und so weiter und so fort. Was habe ich hier gemacht oder beziehungsweise wie ist die Anwendung aufgebaut? Wir haben halt die Möglichkeit, über diesen View nur auf einen Layer zuzugreifen und die komplette Routenplanung aus QGIS heraus zu steuern. Sprich, wir schreiben halt etwas in einen Linienlayer rein und löschen auch die Sachen. Ein Laie, wie das normal halt der Fall eigentlich ist bei einem Förster, die beschäftigen sich lieber halt mit Auszeichnen oder Jagd oder sonst was halt, aber haben keine Lust mehr oder weniger am Rechner alles rumzuklicken. Und wie war das denn jetzt nochmal halt, also hier mit den ganzen Sachen und was muss ich editieren oder wie auch immer. Sehr einfach gehalten halt, es sollte praxistauglich sein, das ist eigentlich das Ansinnen halt dieser Anwendung gewesen. Also sprich, wir haben einen Layer und können darüber halt alles steuern und ich glaube mit so 3 zusätzlichen Punkten, die man anklicken kann, neue Route starten, das sollte ersichtlich sein, alte Route löschen, Route berechnen, das wird noch jeder verstehen. Ich mache jetzt einfach mal hier weiter.
Wir haben halt hier also ein Dorf in Südniedersachsen mit dem angrenzenden Wald. Wir starten halt eine Routenplanung im herkömmlichen Sinne. Sie hatten das jetzt kurz gesehen, da habe ich zu spät angehalten. Wir fahren von einer Strecke irgendwo hin und wieder zurück. Wir werden halt zur kürzesten oder über die kürzeste Strecke zum Ziel geleitet. Allerdings habe ich das jetzt hier so realisiert, dass ich nicht von A nach B nur fahre, sondern ich muss auch wieder zurückhalten. Also ich will den LKW-Fahrer ja wieder rausleiten aus dem Wald. Und eine Routenplanung nur über den kürzesten Weg würde halt jetzt bedeuten, dass, wenn man mal etwas näher reinzoomt, der LKW-Fahrer hier an der Brücke steht. Also das ist zwar mehr als 5,5 Tonnen halt, aber wir haben eine Tonnagebegrenzung. Und wenn der LKW-Fahrer jetzt auf dieser schmalen Straße bis zur Brücke gefahren ist, was wird er machen, wenn er voll beladen ist? Der kann überhaupt nicht drehen, also der fährt drüber. Und spätestens da an dieser Seibigenstraße sieht es so aus, dass er nicht nach links abbiegen kann, sondern er muss ins 3 Kilometer nächst entfernte Dorf fahren, um da überhaupt zu drehen. Also das ist keine praktikable Routenlösung gewesen. Es geht weiter. Wir erstellen jetzt mal eine Routenplanung, halt, wie der LKW-Fahrer nicht nur eine Sackgasse vermeidet, die wir entsprechend auch hatten. So, ich zoome jetzt nochmal zurück halt. Also wir hatten ja gerade kurz gesehen noch, dass entsprechend der Holzpolter da angelegt wird. Ich starte wieder eine neue Route, lösche die alten Touren, gehe mehr oder weniger zu einem Kreuzungspunkt halt, den ich anklicke und leite jetzt den LKW-Fahrer einmal in einer Schleife nach P132, also die Bezeichnung des Holzlagerplatzes. Also die muss ich eingeben, danach wird hinterher die Strecke zusammengefasst. Und diesmal leite ich ihn nicht aus dem Dorf raus, weil mit einem befahrenen LKW darf ich nicht da durch, sondern lege die Routenführung halt etwas nach Südwesten halt, um ihn dann in einem Umweg auf die Landstraße halt zu leiten. Hier vergebe ich auch wieder einen Namen, sage einfach nur Route berechnen. Vorher hatte ich ja die Route gelöscht halt. Und nach dem Abspeichern sehen wir dann die neu berechnete Route. Da werden auch entsprechend die Fahrtrichtungen halt angegeben. Und wir sehen, dass also wirklich ein Schleif gemacht wurde, indem wir einfach nur ein paar Wegmarken zusätzlich genommen haben. Hier haben wir allerdings auch noch mal im Bild gerade gesehen, dass da eine Extremsteigung ist, halt, die je nach Witterungslage, vorwiegend Frost, kann aber auch sein, matschiges Wetter nach Regen und viel Regen, dann haben wir viel Schlamm auf der Straße, dass ein vollbeladener LKW-Fahrer wirklich nicht dieses Steilstück hochkommt. Und deshalb wollen wir auch jetzt direkt noch mal eine Alternativroute realisieren. Dazu starten wir wieder bei dem Punkt auf der Landstraße südlich des Dorfes, sagen neue Route starten und löschen nicht die alte Route, damit wir halt zwei Routen hinterher vergleichen können. Ich gehe direkt wieder auf den Navigationspunkt und leite den LKW einmal um die Schleife, die wir jetzt gerade schon angesteuert haben. Setze da noch einen Punkt. Also bei der Routenplanung, so wie das jetzt läuft, halt, das ist also entsprechend Fahrtdauer unterstützt. Und ich habe halt hier noch die ganzen Forstwirtschaftswege drin. Da kann man einige Schwierigkeiten erleben, beziehungsweise ein Wunder erleben. Hier greifen wir übrigens jetzt nochmal einen weiteren Polter ab, um noch ein paar Stämme Holz zusätzlich aufzulegen. Das kann auch berücksichtigt werden. Und dann leiten wir den LKW-Fahrer ins nächstgelegene Dorf. Da befindet er sich dann wieder im Netz des öffentlichen Wegenetzes und kann somit mit seinem Navigationsgerät selber halt sehen, wie er am besten halt ins Sägewerk fahren kann, was die günstigste Strecke ist. Hier sehen wir nochmal beide Routen zusammen. Die erste Route und die Alternativroute. Und dann schauen wir uns noch einmal die Tabelle an, wie das jetzt aufgebaut ist. Wir haben mehrere Routen entsprechend oder mehrere Wegepunkte halt gesetzt, halt, haben aber seriell gesehen Stopp halt. Also die Routen werden halt im Einzelnen dann zusammengefasst. Ich habe das jetzt farblich halt hier noch ein bisschen hervorgehoben, also immer vom Start bis zum Zielpunkt, egal wie viele Routen oder beziehungsweise Wegepunkte dazwischen sind. So, dann
Ach, das ist es nicht halt. Gut, eine Folie fehlt noch. Also einmal die Verabschiedungsfolie und dann, das spare ich mir dann jetzt halt. Und dann noch ein Schlusswort halt. Also angenehm ist halt, man kann über einen Export von GPS, KML, die Daten halt dem Abfuhrunternehmer direkt zukommen lassen halt. Die kann er dann unabhängig vom Navigationssystem halt entweder in sein Navigationssystem oder Tablet oder Handy oder sonst was einladen, wenn er halt eine routenfähige Software da hat. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt 2-3 Minuten überzogen, aber wir wollten ja auch den LKW nicht im Wald stehen lassen. Ich glaube, das ist okay. Gibt es Fragen? Warum Spatialite? Also was sind die Eigenschaften, die dazu geführt haben, dass sie Spatialite genommen haben? Das habe ich nicht so ganz rausgehört. Danke. Das kam auch überhaupt nicht raus. Also man kann Spatialite einfach dafür nutzen. Also man kann genauso gut Postgres oder sonst was nutzen. Mir geht es darum, die Anwendung, so wie die läuft halt, läuft auf einer Chat von diesem schmalen Werk und die nutzen entsprechend Spatialite-Datenbank. Wenn ich komplett überfordert, halt also, oh, Entschuldigung. Man hätte auf jeden Fall Schwierigkeiten, extra nochmal eine Postgres-Datenbank halt aufzusetzen mit Administrationsaufwand etc. Von daher haben wir Spatialite gewählt. Achso. Das werfen? Ist das besser mit den Dingen? Gut. Von wegen jetzt sowas wie den Steigungen und so weiter. Bei anderen Routing-Sachen hat man ja diese Möglichkeit, Punkte zu vermeiden. Das haben wir jetzt so nicht gesehen. Gäbe es das auch oder gibt es das aus technischen Gründen nicht oder von wegen des User-Interfaces? Ich habe das eigentlich deswegen so gestaltet, dass also wirklich auch ein Laie das bedienen kann. Also offensichtlich denkt der Mensch kognitiv so in seriellen Schritten und wir haben so die Möglichkeit, also mit diesem System halt, also entweder Steigung einzubeziehen, ich könnte die ja auch mehr oder weniger nochmal umfahren. Das ist halt in dem Fall jedem selbst überlassen halt. Also von daher ist es eigentlich gar nicht beabsichtigt gewesen, das jetzt noch zusätzlich zu integrieren. Was haben Sie dann für das Routing benutzt im QGIS? Diesen Straßengraphen oder haben Sie da noch mal ein spezielles Plugin benutzt? Oder? Nein, also das läuft alles in der Datenbank. Und zwar sieht es so aus, also wir hatten jetzt natürlich irgendwie wenig Zeit, auch gerade weil ich mich da ein bisschen verhaspelt habe. Sieht so aus, dass im Hintergrund ein sogenanntes virtuelles Netzwerk steht. Das wird erzeugt halt, oder das kann man halt erzeugen lassen über Spatialite oder Sie kennen ja eventuell die Spatialite GUI. Da gibt es das ebenfalls als spezielles Tool. Dafür müssen die Knoten und Kanten entsprechend festgelegt werden. Es wird eine binäre Datei erzeugt und über einen virtuellen Virtual Table wird entsprechend dieser binäre Graph, der dann erzeugt wurde, abgefragt. Also wir können abfragen Knotenpunkte oder halt entsprechend, wir können auch Namen vergeben und dann entsprechend über Namen halt abfragen. Und ich greife halt einfach mit der Maus also die einzelnen Knotenpunkte ab, frage entsprechend an, hör mal zu, was für eine ID trägst du und gebe das entsprechend an als Abfrage an diese virtuelle Tabelle halt dann weiter. Gibt es sonst noch Fragen? Gut, das war anscheinend umfassend genug. Vielen Dank nochmal für den Vortrag.